Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Anhaltende Streiks und eine Reihe von Demonstrationen haben die Spannungen in Polen verschärft. In Warschau und anderen Städten gab es am Abend Kundgebungen aus Anlass eines ehemaligen polnischen Nationalfeiertages. Nach einer Messe in der Warschauer Kathedrale formierte sich ein Demonstrationszug durch die Altstadt. Die Menge rief Parolen für die verbotene Gewerkschaft Solidarität und für die streikenden Hüttenarbeiter. Die Polizei trieb die Demonstranten mit Schlagstöcken auseinander. Viele wurden festgenommen. Die Streiks im Lande haben sich ausgeweitet. Im Stahlwerk Nowa Huta sind mehrere tausend Arbeiter nach wie vor im Ausstand. Auch in den Kupferminen von Lüben und in einem Eisenbahnwaggonwerk in Breslau wird gestreikt. Auf der Danziger Leninwerft haben jetzt 3/4 der 12.000 Beschäftigten die Arbeit niedergelegt. Etwa 2.000 halten das Gelände der Werft besetzt. Es wurde inzwischen von Polizeieinheiten abgesperrt. Die Streikenden fordern von der Regierung in Warschau mehr Lohn, die Freilassung politischer Gefangener und die Wiederzulassung der Gewerkschaft Solidarität. Am Vormittag rief vor dem Werkstor Arbeiterführer Valença dazu auf, die Regierung entschieden zu Reformen zu zwingen. Mit dem Streik allein würden die Arbeiter nicht zu mehr Brot kommen. Wir wollen nicht die Bettler Europas, nicht der Welt sein, sagte Valença. Linksgerichtete Guerilleros haben in Kolumbien einen Honorarkonsul der Bundesrepublik entführt. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um Helmut Lücker aus Medellin. In einer anderen Meldung ist davon die Rede, dass noch ein zweiter Honorarkonsul verschleppt worden sei. Außerdem hätten die Untergrundkämpfer bei den Überfällen, die offenbar koordiniert waren, zwei Angehörige der Schweizer Handelskammer in Bogotá gekidnappt. Und nur noch ein Überblick über weitere Meldungen des vergangenen Tages. Für die Zukunft des Krupp-Stahlwerks Rheinhausen ist jetzt in einem Kompromiss vereinbart worden, Teile des Werkes zumindest bis 1990 weiter zu betreiben. Über eine soziale Absicherung und Ersatzarbeitsplätze soll erreicht werden, dass keiner der Beschäftigten arbeitslos wird. Die bayerische Maxhütte, die vor einem Jahr in Konkurs gegangen ist, soll stark verkleinert und damit erhalten bleiben. 1.500 Arbeitnehmer sollen weiter beschäftigt werden. 1.900 werden voraussichtlich bis 1990 ihre Arbeitsplätze verlieren. Israelische Streitkräfte, die in den Süden des Libanon vorgestoßen sind, haben dort Straßensperren errichtet, Ausgangssperren verhängt und mehrere Dörfer Haus für Haus durchsucht. Nach offiziellen Angaben ist es ihr Ziel, palästinensische Terroristen und deren Helfer aufzuspüren. Aus den osteuropäischen Ländern sind im April 9.500 Aussiedler in die Bundesrepublik gekommen. Allein 2.900 kamen aus der Sowjetunion. Dies ist die höchste Monatszahl seit 30 Jahren. In der Fußball-Bundesliga sicherte sich Werder Bremen 3 Spieltage vor Saisonende bereits den Meistertitel. Die Mannschaft von Trainer Rehhagel kam im Frankfurter Waldstadion zu einem vielbejubelten Auswärtserfolg, während der Verfolger, der 1. FC Köln, in Hamburg überraschend klar unterlag und damit keine Chance mehr hat, die Bremer noch einzuholen. Hier nun alle Ergebnisse. Hamburg-Karlsruhe 1:0, München-Bochum 5:0, München-Gladbach-Schalke 1:1, Mannheim-Kaiserslautern 0:2, Frankfurt-Bremen 0:1, Hamburg-Köln 3:0, Dortmund-Uerdingen 4:2 und Nürnberg-Hannover 1:3. Die Wettervorhersage für Mittwoch, den 4. Mai. Am Morgen teils heiter, teils wolkig. Über Mittag wieder stärkere Quellbewölkung und vor allem in der Mitte und im Norden noch einzelne, zum Teil gewittrige Schauer. Tiefstwerte zwischen 7 und 11 Grad. Tageshöchstwerte zwischen 17 und 22, an der Küste um 15 Grad. Mäßiger, in Schauer- oder Gewitternähe, böig, auffrischender Wind aus Südwest. Die weiteren Aussichten, am Donnerstag sonnig und Höchstwerte bis 25 Grad ansteigend. Am Abend im Südwesten einzelne Wärmegewitter. Das waren die letzten Nachrichten der Tagesschau. Wir melden uns wieder zu den angekündigten Sendezeiten.
Ablehnung einer nicht zweckgerichteten Weltordnung von Konrad Lorenz. Vielen Menschen erscheint es undenkbar, dass es im Universum Vorgänge gibt, die nicht nach bestimmten Zwecken ausgerichtet sind. Weil wir bei uns selbst sinnloses Handeln für einen Unwert erachten, stört es uns, dass es ein Geschehen gibt, das jeden Sinnes entbehrt. Goethe lässt Faust beim Anblick brandender Meereswellen sagen: Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Vor allem aber kränkt es den Menschen in seinem Selbstgefühl, dass er mit allen seinen Belangen dem kosmischen Geschehen so absolut gleichgültig ist. Weil er merkt, dass im Weltgeschehen das Sinnlose überwiegt, befürchtet er, das Unsinnige müsse schon rein mengenmäßig über die menschlichen Bestrebungen der Sinngebung triumphieren. Aus dieser Furcht entspringt der Denkzwang, in allem, was geschieht, einen verborgenen Sinn zu vermuten. Der Mensch will, wie Nikolai Hartmann sagt, der Härte des Realen als des gegen ihn absolut Gleichgültigen nicht ins Gesicht sehen. Er meint gleich, das Leben lohne sich sonst nicht. An anderer Stelle sagt der Philosoph, himmelfern liegt es ihm auch nur zu ahnen, dass Sinngebung ein Vorrecht des Menschen sein könnte. Und dass vielleicht gerade er in seiner Ahnungslosigkeit sich selbst um dieses Vorrecht bringt. Paradoxerweise ist die Abneigung gegen ein nicht zweckgerichtetes, nicht final determiniertes Weltgeschehen auch von der Furcht motiviert, der freie Wille des Menschen könne sich als eine Illusion erweisen. Was nicht nur erkenntnistheoretisch unsinnig, sondern auch, was eine zweckgerichtete Weltordnung betrifft, völlig verkehrt ist. Die widerspruchslos hingenommene Vorstellung von einer von vornherein durchgehend final determinierten Welt schließt ja zwingend jegliche Freiheit des Menschen aus und beschränkt ihn auf das Verhalten eines Schienenfahrzeuges, das sein Ziel zwangsläufig erreicht. Diese Vorstellung bedeutet die absolute Verneinung des Menschen als eines verantwortlichen Wesens. Gute Nacht.